herzlich willkommen zu einer weiteren Trailer-Mod-Vorstellung. Cast haut heute wirklich alles raus und das wollen wir natürlich, oder will ich euch nicht vorenthalten, denn als nächstes kommt der Trailer, wo ist er denn? Von, da ist er, von Eckery. Den hat er jetzt auch mit rausgehauen. Da ist er, schön zu sehen. Gibt es übrigens auch mit Skins, ne? Also auch alles mit am Start. Und da gibt es halt verschiedene Trailer, ne? Also man kann hier schon anhand der Rückleuchten mal kurz Obacht geben, das sind die Rückleuchten. Und dann kommt solche, ne? Oder dann hier mit Bühne hinten dran, ne? Oder halt dann auch mit, ne, das ist jetzt der ganz normale ISO-Koffer, gibt es auch einen Kühlkoffer. Dann hier als Jumbo-Trailer noch mit kleinen Reifen. Als Zweiachser. Also ist ganz schön was mit dabei. Ne? Ich weiß gar nicht, wie viele Teile sind das hier. Ah, sind schon die letzten, genau. Also schon nicht ohne. Ne? Ich weiß gar nicht, jetzt muss ich mal schauen. Gekühlt, gibt es gekühlt auch noch? Normal schon da. Genau, da sind sie gekühlt. Gibt es natürlich auch noch, klar. In allen Varianten, die ich euch jetzt gezeigt habe. Auch den Zweiachser natürlich. Finde ich ganz witzig. Gerade im Stadtverkehr ganz cool. Oder für den Nahverkehr. Und natürlich, wie schon gesagt, mit Skins alles mit dabei. Dann gibt es normal als ISO Doppel, da sind sie. Oh, guck dir das an. Als Tandem-Anhänger gibt es natürlich auch. Ist dann schon eine Klasse für sich. Skins, klar, sind enthalten, logisch. Die Trailer sollen übrigens dann später mal dem Aufliegerhändler kommen. Wann genau, kann ich nicht sagen. Aber kommt. Jetzt muss ich mal schauen, irgendwo müsste noch was da sein. Hier, genau. Hier kommt auch noch mal gekühlt mit diesem Tandem. Genau. Als Kühlfunktion. Ja, ganz cool aus, oder? Also ich finde es sau stark. Trailer habe ich mir jetzt hier mal rausgesucht. Wollen wir hier gleich mal um die Kurve schießen. Da steht auch schon der Eckery-Trailer. Der Standard-Trailer ist erstmal nur logisch. So. Die Animation der Stützen funktioniert natürlich. Trailerkabel funktioniert. Also alles mit dabei, ne? Und auch diese schönen Rückleuchten hier. Hier an der Seite wie diese die Strahler dran. Die haben auch Blinker oben dran, ne? Hier oben. Da kann man es gut erkennen. Also sehr cooler Trailer auf alle Fälle. So, kommen wir ganz kurz zum Fazit zum Eckery-Trailer-Paket von Cast aus dem SCS-Forum. Gleich vorab bei Fragen kommentieren oder halt dann dementsprechend im SCS-Forum nachfragen. Ne? Link natürlich in der Beschreibung. Trailer habt ihr alle gesehen, sind wirklich viele mit dabei. Von Jumbo bis Double-Trailer, also Tandem-Anhänger mit hinten dran. Skins sind mit dabei, verschiedene Zweiachse sind mit dabei. Also ist wirklich alles mit da, was man braucht. Echt cooles Paket. Gefällt mir sehr, sehr gut. Frisch geupdatet und macht auf alle Fälle Menge Laune. Ein Update kommt noch, damit es als eigener Trailer im Aufliegerhändler zu sehen ist, aber dauert noch ein bisschen. Ne? Aber so zum Anfang ist es doch schon mal voll super. Mir gefällt es auf alle Fälle. Lasst einen Däumling dafür da und das freut uns jetzt alle. Ne? Können wir ein bisschen rumcruisen hier, ne, mit den neuen Trailern. Finde ich ganz cool, damit die jetzt da sind.
Ja, falls Fragen sind, wie schon gesagt, kommentieren. Und ansonsten wünsche ich euch allzu gute Fahrt und viel Spaß mit dem Eckery-Trailer-Paket. In diesem Sinn, macht's gut, bis dann, ciao und tschüss.